Na dann, los geht's. Let's go. So, wir haben letztes Mal Accentor besiegt, ne? Jetzt können wir mal endlich Bericht erstatten. Los geht's. Und da ist eine Nebenmission, die wir annehmen wollen. Hallo, Taras. Du siehst wie jemand aus, der Freude am Basteln hat. Kann ich dich um etwas bitten? Hättest du Zeit, dich an meiner ganz besonderen Anleitung zu versuchen? Sie liegt mir sehr am Herzen und ich würde mich ungemein freuen, wenn sie jemand mal ausprobieren würde. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Was? Hier hast du die Anleitung. Okay. Für Pokémon Cookie Schieß. Okay. 3 Stück Holz. Damit lässt sich ein Pokémon Cookie herstellen. Ich wollte hierzu ein Kunstobjekt bereichern und hoffe doch sehr, dass du meine Idee verwirklichst. Ich kann es kaum erwarten, was du mir wohl für eine herrliche Kokishi zeigen wirst. Nice. Können wir bald irgendwann herstellen. Erstmal gucken, was wir hier herstellen. Da, wir brauchen noch ein Holzteil. So. By the way, Geto, when will you be at home? So, herstellen, ja. Einfach alles herstellen. Und da ist noch eine Nebenmission, bevor wir was gehen. Dum, dum, dum. So. First plan is when I'm leaving. Okay, good. Good, 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 good. Then I will wait asking for the, you know, the game. Ich habe es gesehen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wirklich. Was denn? Das rote Irrlicht. Oh mein Gott, ja, das rote Irrlicht. Oh, das war nervig ein bisschen. Yep, thank you. Mwah. Als ich nach Sonnenuntergang in der Windpassage unterwegs war, ist es wie aus dem Nichts vor mir erschienen. Schon wieder eine Geistergeschichte. Glaubt ihr am besten kein Wort. Meine Schwester saugt sich immer solche Sachen aus den Fingern. Ich sauge mir gar nichts aus den Fingern. Das rote Irrlicht habe ich wirklich gesehen. Ach ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Also, bis dann. Ich bin mal gespannt. Warum glaubt mir niemand? Ich habe es wirklich gesehen. Du gehörst doch zum Forschungstrupp, oder? Für dich sollte es doch ein leichtes sein, das rote Licht zu fangen. And more from you, I'm blessed, yes. My lips are wet. Bitte fang das rote Licht, das ich gesehen habe, und bring es zu mir. Okay, das machen wir aber irgendwann mal später, denn... Das rote Irrlicht dauert, alles zu fangen. So. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Which lips? I have 4. With all of them. So, dann gehen wir jetzt hier hin. Out. Kann ich das anvisieren? Boats. Aha. Erste Nebenmission verfügbar. Möchtest du überprüfen? Ja, wir nehmen alles. Einfach alles mitnehmen. Wir machen die irgendwann mal später. Oh. Sehr feucht. So. Wir müssen nach oben. We have to go up. Da. Noch eine weiter hoch. Ups. Und dann... Ja, da, perfekt. Hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage verfallene Accentor besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Entschuldigung. Obwohl du für uns bloß ein Fremder bist, der vom Himmel gefallen kam, hast du der Galactic Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewisses Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch in anderen Gebieten Hisuis Könige und Königinnen in Rage geraten. Deshalb musst du auch weiterhin Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch genug geredet. Die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Du sollst dich auch ihnen anschließen. Nice, abgeschlossen. Perfekt.
Ich nehme wieder die übliche Kartoffelmobeshi. 3 Portionen, keine weniger. Wenn du sonst was noch was Leckeres in der Küche zusammenzauberst, bring es gleich mit. Deine Exkepaden sind hier in aller Munde. Du kannst von Glück reden, dass du den Kampf gegen Axanto unversehrt überstanden hast. Unsinn, Tolo war gut vorbereitet. Außerdem bin ich mir sicher, dass er während des Kampfes immer gut auf Axantors Bewegungen geachtet hat. Ja. Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ereignis sorgfältig vorbereitete Anstrengungen. I'm back, welcome back, where were you? Also taking a shit. Na, ist jetzt hart. Oh, oh. Oh. Dank Tolu kann der Forschungstrupp jetzt viel sicherer seiner Arbeit nachgehen. Falls du dich noch sicherer fühlen willst, sollst du das Item aus der Anleitung erstellen. Mobeshi hat sie mir überlassen. Rauchkugeln. Okay. How to drop a stress dookie. Nice. Yes. Wir müssen nicht mehr befürchten, von Axanto angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Ohr-IT-Pokémon erforschen, die im Obsidian-Gras und leben. Oh? Tolu. Ich habe auf dich gewartet, Tolu. Mein Name ist Yoda. Ist doch kein Kreis. Ich möchte dir ganz etwas Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Das ist doch eine Falle. Oder erinnere ich mich gerade richtig? Das bleibt bitte unter uns, ja? Das Unheil geht in Hisui um. Hunderte Jahre ist es her, da wurde ein gewisser Unruhestifter für seine Missetaten versiegelt. Doch aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nun gebrochen worden. Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Tolu, setze das zerbrochene Siegel wieder in Stand. Was muss ich tun? Oh, ich danke dir. Du glaubst mir, nicht wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diesen Spiritkern hier. Pass gut darauf auf. Du hältst einen Spiritkern. Mit diesem rätselhaften Stein kann man violett leuchtende Geist der Lichter einsammeln. Die ehemals versiegten Geisterlichter sind überall ganz Hisui verstreut. Es sind übrigens 107 an der Zahl und mit dem Spiritkern lassen sie sich wieder einsammeln. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du den Spiritkern dabei hast, kannst du sie sehen. Nice, okay. Ich weiß, dass ich damit viel verlange, aber bitte versuche, sie alle einzusammeln. Hier irgendwo in der Nähe sollte eins der Geisterlichter sein. Damit könntest du anfangen. Mach irgendwann mal später. Oder auch nicht. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Na dann. Gehen wir mal rüber, ne? Berühren. Oh, the sky in the game looks so beautiful. Yeah, right? Hast du gesehen, wie es vom Spiritkern eingesogen wurde? I still think this game looks beautiful, even if it sometimes, you know, the trees and the landscape does not look very polished. Still, I think this game in general has a good art style. Es scheint, dass ich diese Aufgabe der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du wissen möchtest, wo du als nächstes suchen sollst, frag mich einfach. Oh, und als Dankeschön für deine Mühen werde ich dir eine tolle Belohnung geben. Ich warte hier auf die Stelle. Yeah, it's really beautiful, yes. Okay, nun haben wir das, haben wir die Mission. Am nächsten Tag, so. Sorry, mein Magen gerade. Wow, der Friseursalon der Galaktik-Expedition ist echt schick. Oh ja, ich finde die so schön, ne? Und so cool. Hey, du da, du bist Tolu, richtig? Du warst es doch, der den herumwütenden König des Waldes, Axanto, wieder beruhigt hat. Genau.
Aha, du bist richtig bemüht, musst du wissen. Einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du dich so furchtlos einem der Pokémon entgegengestellt, die dem ehrwürdigen Sinnoh nachstehen. Nahestehen, Entschuldigung. Ich heiße übrigens Hinatsu. Ich bin eine Wächterin des Diamant-Clans und leidenschaftliche Friseurin. Freut mich, dich kennenzulernen. Jetzt musst du mich leider entschuldigen. Ich bin mit Dick den Boku verabredet. Bis dann. Tschüss. Hinatsu in der Zwickmühle. Tschüss, Hinatsu. So, jetzt... Oh. Hallo, was habt ihr denn im Angebot? Willkommen hier. Ja. Kannst du andere Items kaufen als beim Gemischwarenladen? Ja. Hier fehlen mir halt ein paar Sachen, ne? Also hier kann man Sachen kaufen, die mir halt fehlen. Habe ich hier eine Nähmission irgendwo? Ja, einige sogar. Sei gegrüßt, werter Kunde. Dir wäre es doch sicher genehm, wenn ich neue Ware zur Verfügung hätte, nicht wahr? Auf jeden Fall. Sorry, mein Magen, Alter. Da muss ich tief einatmen. Wusste ich doch. Ist nur so, dass Tao Hua mit seiner Ware einfach nicht in großen Mengen verkaufen will. Was auch immer ich sage, nichts hat bisher geholfen. Würdest du zwischen uns vermitteln? Nimm 3 Ehren Mutterreis als Geschenk mit. Dann wird er sich hoffentlich wohlwollend zeigen. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Ich mach mal eventuell die Nebenmission halt privat, weil ich das versuche. Fließbrücke. Ach, das ist das Schild, ich wollte schon sagen. Weil sowas dauert halt lange. Hey du, wie wäre es mit etwas Ziel werfen? Wirf einfach ein paar Bälle und versuche die Luftballons zum Platz zu bringen. Es ist einfach und macht Spaß. Ja. Ab 10.000 Punkten, ja. So, machen wir direkt. Oh, er ist schon weg. Okay, Arschloch. So, dann hallo. Ich skippe mal hier alles. Weil das dann sonst zu lange dauert. Nach bitteren Blättern. Okay, habe ich leider nicht dabei. Okay. Du-du-du-du-dum. Oh, mehrere Nähmissionen. Ich skippe mal hier direkt alles. Alle Charaktere sehen auch gerade gleich aus. Da hinten ist halt der gleiche. Typ Boden. Hier, gönn dir. Gönn dir, Bruder. Dank deines Pokémons kann ich neue Felder anlegen. Okay. Wow, dieser Boden. Ja, bla bla bla. Wow. Und fertig. Seht ihr das an? Dank euch werden wir hier viele leckere Dinge anbauen können. Nice. Ich würde deinen Pokémon gerne noch eine Weile hier behalten, damit es helfen kann. Weißt du, es ging anders zu pauschen, was das statt des Felder fliegen kann. Sprich es einfach an. Okay. Der Acker wird größer. Nice. Habe ich jetzt komplett abgegeben? Warte, wie war es nochmal? Hier? Nein. Ist es jetzt komplett weg? Ja, es ist komplett weg. Ist aber in Ordnung. Denn wir können ja wieder zu... Ich glaube, wir hätten noch ein Ersatz-Pokémon, nicht wahr? Oder? Hallo? Fleischschein. Nein. Obwohl, warte. Ich hole mal kurz einen anderen Kleinstein, falls ich das noch habe. Und dann gucken wir mal. Und dieses Spiel beruhigt mich halt so sehr, ne? Kontroverserweise unter meinen Freunden habe ich gesagt, dass das meiner Meinung nach das beste Pokémon aus der ganzen Reihe ist. Aber niemand glaubt mir, Mann. Nö. So. Hallo? Ich will dich ansprechen, Shio. Du rate mal, was braucht man als Mut? Halt, naja, nicht ganz so. Ist das auch, ja, komm. Gibst du mir 5 Pokebälle, bitte? Hier, bitte, komm. Gehen wir direkt. Gehen wir direkt die 5 Pokebälle. Nice. Krieg ich ja 6 Pokebälle? Leistungsdann. Okay, danke mal. Ja, super. Dann mit dir sprechen. Hä, was sind... Ah, was ist das denn für eine Brille? Hallo, oh du. Du erinnerst mich an meine Großmutter. What the fuck? Eine enge Freundschaft. Achso, ich muss wahrscheinlich jetzt ein Pokémon haben, was bezeichnet mir.
Und da du. Wie stark ist jetzt die Bindung? Oder ist es fast soweit? Es wird noch ein Stück, ein Stück. Okay. Okay. Aber jetzt will ich mal kurz eine Brille mehr anschauen. Die ist so komisch. Aber es ist mit so einem Band verbunden wahrscheinlich. Haha, guck mal, das ist ein Big Chunk an, Alter. Ja. Habe ich noch einen Kleinstein hier? Oder? Obwohl, ich kann auch einen Bidiza abgeben, ne? Wir geben mal einen Bidiza ab. Ich habe so viele Bidizas, ne? Holy shit. So. Und dann zurück. Und hoffentlich können wir es dann wieder zurücktauschen. So, da ist noch eine Mission, da müssen wir noch später hin. Weil ich will Kleinstein erstmal noch behalten. Mit wem? Bidiza geht nicht. Okay, scheiße. Okay, er muss Bidiza da zurückpacken. Egal. Dann nehmen wir beim nächsten Mal die, ne? Geo Rock oder Geo Watz? Ich verwechsel mal beide. Wer die Endwelt? Ich glaube, Geo Watz ist die Endentwicklung. Ja, komm. Komm, ja. Dann gucken wir mal, ob wir den Pokédex-Eintrag schon haben. Nö. Okay. Alles in Ordnung. Dann bringen wir mal gleich das Pokémon wieder zurück. Und tauschen es eventuell mit einem anderen Pokémon aus. Ich dachte, ich hätte schon mehrere Kleinsteine, aber... hatten wir leider jetzt noch nicht. Ist aber nicht so wild. Denn wir können ja irgendwann mal meine alten Pokémon wieder zurücktauschen. Um den Pokédex voll zu kriegen. So, welches Pokémon nehmen wir jetzt? Eigentlich wäre das hier nicht schlecht. Ein Geist-Pokémon dabei zu haben. Ah, so, jetzt können wir mal endlich, ne? Zurück. Weil wir nehmen so viele Nähmissionen an. Um dann irgendwann alle gleich abzuarbeiten. Ja, ich muss auch eigentlich noch das gute Ende von Silent Hill nachspielen. Habe ich noch nicht gemacht. Und dann aus dem Internet das Alien-Ende raussuchen. So, jetzt da oben. So. Hallo. Ursa Luna, sagst du? Also können auch Pokémon, die keine Könige oder Königin sind, in Rage geraten. Von Diam und Perla habe ich zwar noch nichts gehört, aber das heißt nichts, dass wir untätig bleiben dürfen. Hinazu, ich möchte dir vielmals danken, dass du uns über Ursa Lunas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigt, da als er aussieht und die Wächterin von Ursa Luna hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der Galaktik-Expedition seid die einzigen, an die ich mich noch wenden kann. Die Wächterin von Ursa Luna ist Yugao vom Perlka, nicht wahr? Von allen Wächtern und Wächterinnen ist sie die starke Pixel. Ich meine, sie legt großen Wert auf alte Gepflogenheiten. Es gibt eine neue Mission für dich, Tolu. Mach dich auf zum roten Sumpfland und untersuche, was mit Ursa Luna geschehen ist. Du darfst auch offensiv Druck ausüben, wenn die Situation es erfordert. Okay. Als nächstes sollst du das rote Sumpfland erkunden. Die Pokémon dort sind bedrohlicher als jene im Obsidian-Grasland. Dein Weg wird dich durch eine raue Landschaft führen, über steile Täler und Küstenklippen. Um die Erlaubnis zu erhalten, dieses neue Gebiet zu betreten, musst du mindestens ein Zwei-Sterne-Mitglied sein. Dafür sollst du an der zugänglichen Orten Pokémon fangen, Pokédex-Aufgaben erfüllen und die Seiten im Pokédex vervollständigen. Okay, machen wir ganz schnell. Machen wir ganz schnell. Los geht's. Damit wir einfach mal auch alles hier voll kriegen, ne? Dum, dum. Oh, die schöne Musik. Und die Stadt sieht ja auch sehr schön aus. Oder das Dorf, ja gesagt. Ja. Wir gehen jetzt hier hin. An Höhenbasis. Los. Vielleicht finden wir da was Neues, nicht wahr? Dum. So, dann wollen wir mal. Wir
sind jetzt hier. Krasner Ballonjagd und das ist eins von Minako. Immer noch Minako hier. So, dann schauen wir mal. Ich höre Pokémon. So. Okay, Kleinstein könnten wir wieder fangen. Oh, da ist was. Da ist was. Da ist was. Lalalalalop. Na. So, jetzt. Oh, da. Pop. Kleinstein ist hier, ne? Ja. Kleinstein, komm her. Level 7. Wasserdüse. Oder Aquavelle. Aquavelle, look. Bumm. Ui. Ui. Kleinstein besiegt. Haha. Nice. Oh, noch ein Kleinstein. Entwicklung. Ach stimmt. Entwicklung habe ich vollkommen vergessen. Entwicklung. Otaro. Entwickelt. Ja. Düm, 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 düm. Aha, nicht mehr so süß, aber egal. Zwotronin. Zwotronin, Alter, was für ein Name. Nice. Immerhin ein neuer Punkt. Nice. Zwei Punkte sogar. Und dann hier nochmal. Bumm, Kleinstein. Ja. Kleinstein. Los, Wasserdüse. Oh. Perfekt. Aha. Galoppa. Okay, nee. Noch nicht. Wir schauen uns halt erstmal um. Vielleicht finden wir noch ein paar andere Sachen. Das nehme ich noch einen kleinen Stein. Oder wohin laufe ich denn gerade? Wie wäre es, wenn ich hier weiter hochlaufe, ne? Vielleicht wäre es mal besser, dort weiter hinzugehen, anstatt zurückzulaufen, nicht wahr? So. Daralili. Blum, blum. Ja, ich bin schon ein bisschen stark. So, dann laufen wir mal hier. Ach ne, bin ich dumm? Ich habe ja ein Reittier jetzt, ne? Damit bin ich viel schneller unterwegs. Ein Kleinstein wieder. So. Das können wir noch nicht bekämpfen. Vielleicht sollte ich mal einen Anton fangen, ne? Hallo, tschüss. Geht's hier weiter? Was hat mich denn gesehen? Die, okay. Tschüss. Hier lang. Und tschüss. Oh! Pichu, Pichu, Buddha, Pichu. Pichu, Buddha, Buddha, Pichu. Pichu. Buddha, wo bist du? Pichu. Dreh dich um. Nicht zu mir, ich weiß. Bitte dreh dich um. Ich will dich. Ui, Pichu, Pichu. Pichu, Pichu, Pichu. Pichu, Pichu, Pichu. Pichu! Yay! Los geht's, weiter. Okay, ne. Laufen wir mal hier weiter. Hallo, tschüss. Ich nehme gleich Pichu direkt mit, Alter. Pichu's love, Pichu's life. Anton. Anton.
Oh. Anton? Nice, Anton! Lebenball. Und dann Anton dann direkt bekämpfen. Los geht's. Wow. Anton. Tackle. Wo deine Mampax? Mampax braucht noch. Ich weiß gar nicht, wo man es kriegt. Aber Bruder, weißt du, was ich gerade gefangen habe? Weißt du, was ich gerade gefangen habe, Bruder? Kraft. Bam. Nice. Mampaxo will ich halt noch haben mit Relaxo, aber das dauert noch. So, das sollte erstmal reichen. Was hast du gefangen? Pichu. Ich habe Pichu gefangen. Nehme ich auch direkt mit. Pichu nehme ich. Aber warte, ich muss ja gar nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Ich kann auch einfach mich teleportieren, nicht wahr? Zack. Pichu! Ja, Pichu. Mein Pichu. Ich brauche wieder Katzen, Bilder oder Videos, Butter. So. Pichu, siehst du? Gerade hab. Du scheinst mit deiner Freundin. Ja. Komm. Pichu! 240 Punkte. Nice. Brrr. Nice. Jawohl. Ja, direkt zurück. Acuity, yes. Oh, ich dachte, wir gehen zurück. Okay, dann gehe ich halt so zurück. Na, tschüss. Ja, zurück zum Jubeldorf. Bitte. So. Oh, warte. Schnell zurück. Ich will ja Pichu mitnehmen. Pichu, Pichu, Pichu. Manchu, du Pichu. Pichu, Pichu, Pichu. So, hallo. Ich würde jetzt gerne... weg mit dir. Hä? Da ist Pichu, wollte ich schon sagen. Ich habe schon gedacht, Pichu wäre weg. Los geht's. Und hier bin ich. Stufe 2 erreichen, bitte. So, hallo. Nun, machst du Fortschritte mit deinen Pokédex-Aufgaben? Lass mich deinen Pokédex sehen. Yes. Ich erkenne deinen Fortschritt an, damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Yay! Nur noch 8 Stück. Du bist nun offiziell ein Zwei-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Du kannst nun Federball einsetzen. Ab sofort werden dir deine Pokémon bis Level 30 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberechnung größer aus. Du, das hast, das hier sollst du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Federbälle. Ja, die fliegen halt dann direkt durch. Und Supertränke, nice. Du musst deinen Pokédex weiter vervollständigen, wenn du im Rang aufsteigen möchtest. Ja, easy. Mit deinem jetzigen Mitgliedsrang kannst du dich ins rote Sumpfland bevorbar. Ich habe Informationen für dich, die dir bei deiner Mission von Nutzen sein können. Ach, während. Die Wächterin von Osaluna findest du in den Ruinen des Trostes im Sumpfland. Nice. Oh, einen Moment. Ich überlege halt jetzt mir das Mikrofon zu kaufen, das neue. Ich bin aber noch... Ich bin noch ungestimmt.
mir das Mikrofon holen soll. So. Dann gehen wir jetzt mal ins rote Sumpfland, nicht wahr? Oh, hallo. Oh, Tolu. Du kommst wie gerufen. Das Schicksal will wohl, dass wir miteinander kämpfen. Gut, kämpfen wir. Nach einem spannenden Kampf verstehen Pikachu und ich uns hoffentlich noch besser. Damn. Lumia vom Vorsprung. Fort, hier raus. So. Dann gucken wir mal. Effektiv Aquawelle, los. Oh. Wow. Sandkopfschuss, nein. Scheiße, Hypnose auch noch. Dein Ernst? Mano. Wasserdüse, komm. Ach, ich schlaf noch nicht. Ich bin noch schläfrig. Ach so, man schläft noch nicht. Okay. Man wird erst schläfrig und dann schläft man gleich ein. Pikachu ist ein Counter gegen mich, aber ist in Ordnung. Oh, direkt tot. Das ging schnell. Na dann. Bis, komm. Luxio. Bis. Kraft. Krafttechnik. Bam. Wow. Ruckzuckieb. Uiuiuiui. Aber wir gewinnen das. Oh, und der macht zweimal Ruckzuckieb. Okay. Aber Biss sollte jetzt ausreichen. Nein, Typ. Na, wenn Pokémon ihre Attacken einsetzen, komme ich aus dem Schauen nicht mehr raus. Nice. Oh, wow. Levelaufstieg. Oh je, jetzt ist Pikachu sicher sauer auf mich. Danke für den Kampf. Nimm diese Anleitung. Schleichsprays. Okay. Weißt du, ich untersuche gerade die Verzerrung des Raumzeitgefüges. Hast du schon davon gehört? Sie sollten in letzter Zeit an verschiedenen Orten auftreten. In dieser Verzerrung gibt es tolle Items zu finden, aber auch viele starke Pokémon. Pass gut auf, falls du dich hinbegibst. Also dann gehen wir zum Sumpfland. Basis. Na dann, los geht's. Ja. Dann hier hin. Schon mal den zweiten Ort jetzt gefunden. Entdeckt zumindest. Hor. Hor, 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 hor. Das hier ist das rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gifte einsetzen. Ich habe von deiner Mission bereits gehört, zu den Ruinen des Trostes geht es da lang. Aha. Niemand. Oh fuck, mein Controller ist fast weggeflogen. Niemand weiß, wann und wo Verzerrungen des Raumzeitgefüges auftreten. Ja, zunächst einmal das Sumpfland im Sumpfland danach ausschalten. Es wäre schön, wenn man sie einfach auf der Karte sehen könnte. Verzerrungen des Raumzeitgefüges sind gefährliche Orte, an denen mächtige Pokémon lauern. Wenn du aber mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du dort auf seltene Pokémon oder Items stoßen. Dann widmet euch mal voll und ganz der Pokémon-Forschung, ihr zwei. Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernimmt. Falls euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht auch mal mal den Übungsplatz auf. Dort kann Belila dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken erlernen. Yes, ein Moment. So. Jetzt aber. Kurz was überprüft. Oh fuck.
So, zurück. Und jetzt gehen wir mal direkt hier runter. Los geht's. Und da sehen wir schon. Haben wir das Spuckmann nicht sogar schon? Oder haben wir das nicht? Noch nicht gefangen? Na dann. Jöd. Nice, gefangen. Wir müssen halt alles fangen. Und da ist halt Pokémon drin, ne? Boom. Oh! Level 25. Wasserdüse, los. Nice. Tackle. Eine weitere Wasserdüse sollte reichen, um ihn dann zu fangen. Nice. Lebensschelle, nein. Oh. Los. Nimm das. Jetzt gehörst du mir. Du gehörst mir. Du hast keine Wahl. Ja, easy. Perfekt, dann könnt ihr Kleinsteine ja gerne behalten. Nice, Levelaufstieg und Attacke gemeistert. Perfekt. Dann gucken wir mal hier weiter uns um. Oh. Haben wir es schon gefangen? Oh, oh, Stinky. Na dann, komm. Boom. Bekämpfen wir es mal. Ist ja Käfergift, ne? Flammenrad. Na dann los. Bam. Oh, One-Hit. Okay. Nice. Alter. Wir können jetzt ja ordentlich leveln. Komm. Wir kämpfen jetzt einfach die ganze Zeit. Wir kämpfen ein bisschen, damit wir leveln können. Und Glut. Krafttechnik, los. Aha. Nice. Dann nehmen wir das hier noch mit. Schwertling. Ein Enton. Im Wasser. Süß. Enton. Oh. Oh. Habe ich was bekommen? Da, Aprikoko. Ah, deine Tasche ist voll. Oh, shit. Nicht gut. Ich gehe mal kurz zurück, wollte ich sagen. Ich sterbe. Hä? Upsi. Ich gehe mal kurz was craften, falls ich was craften kann. Vielleicht soll ich auch ein paar Sachen in mein Lager packen, ne? So. Was ist das? Schleichspray? Ja. Fuck. Wir verschieben erstmal alles. Dahin. So. Okay. Weil wir brauchen jetzt Platz. So. Meine Güte. So, und. So, okay. Sollte jetzt wieder klappen. Jetzt gehen wir weiter erkunden. Enton, da war halt gerade auch ein neues Pokémon. Oder hier ein neues Pokémon. Hallo. Let's go. Blumrad, los. Ich besiege dich jetzt einfach mal. Hat überlebt. Absorber. Absorber. Glut. Jawohl, und weg ist er. Nice, bald will ich Ponyta auch entwickeln. So, erstmal noch kurz gucken, was hier alles noch gibt, ne? Okay, Paras. Wir gucken auch erstmal uns hier um. Ob es hier was Besonderes gibt. Schwer zu sehen gerade. Oh, hier ist ein Lager. Oder war ein Lager. Wann entwickelt sich Points? Ja, Points. Wann entwickelt sich Points? Ich frage mich das gerade. Ah.
Points. Ich weiß nicht, wann Points sich entwickelt. Ich glaube 24 oder so. Oder 36 vielleicht sogar, wer weiß. So. Gehen wir mal zurück. Und dann hier über die Brücke. Und nicht wieder, ne? Sinken. Absöppeln. Ein Rundblatt. Nice. Ich will erstmal neue Pokémon gerne sehen. Weißt du was? Komm. Let's go. Let's go. Blut. Nice. Noch einmal. Oh, paralysiert. Noch einmal und dann kann ich es fangen. Jawohl. Oh, Verbrennungen. Macht zumindest jetzt weniger Schaden. Sollte jetzt aber eigentlich reichen. Los geht's. Oh, wer hat's noch? Aber wir haben es trotzdem. Perfekt. Nice. Wir müssen ja so viele Punkte wie möglich noch kriegen, Alter. So. Ist da was? Nee. Einsatz von Glück gesehen, 25. Okay. Ich weiß, ich laufe gerade am Ziel vorbei, aber... Okay, hierfür brauchen wir ein anderes Pokémon. So. Hier sind Ruinen. Sie haben mich ruiniert. Okay, wir gehen da mal direkt durch, ne? Los geht's, hier rein. Hallo, wer bist denn du? Mein Name ist Yugao. Ich bin eine Wächterin des Perlclans. Oh, sehe ich richtig? Du trägst eine Illusionflöte bei dir. Bist du etwa jener Mensch, der aus dem Raum, aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen ist? Ups, nein, meine Kopfhörer. Das bin ich. So ist es also. Ich habe bereits von dir gehört, du hast das umherwütende Axanto beruhigt. Damit hast du sicherlich einigen Menschen geholfen, doch ich frage mich, ob es nicht eine andere Methode gegeben hätte. Letztendlich hast du es doch einfach mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Liege ich da falsch? Ja, ich habe einfach nur mit Sachen beworfen. Zudem läufst du hier herum und fängst wie verrückt Pokémon mit diesen kleinen Bällen. Deswegen werde ich die Galaktik-Expedition niemals um Hilfe bitten und den Diamant-Clan so genauso wenig. Dieses Mädchen hinzu hat uns zwar Hilfe angeboten, aber wo kämen wir denn hin, wenn wir mit dem Diamant-Clan gemeinsame Sache machten? Und nun geh. Ich bin äußerst beschäftigt. Huh. Tolu, sei doch so gütig und kämpfe gegen mich. Ich will die Stärke sehen, mit der du einen König besänftigen konntest. Gerne doch. Vielleicht bekomme ich durch einen Kampf mit dir ja eine Kostprobe der Stärke eines Königs. Let's go, Volo. Boom. Togepi, Togepri. Bonita, los geht's. Kampf beginnt. Level 22, holy shit, okay. Flammenrad, los. Oh. Oh, brennt auch noch. Nice, ich kann jetzt weniger Schaden. Oh, direkt zurückgerufen. Das war vielleicht mal schlau. Oh, ein Drachen-Pokémon, Kamolan. Oh, oh, oh. Ich mach mal Tackle. Das wird jetzt wenig Schaden machen, aber ich habe keine Wahl. Dampfwalzer. Oh, oh, One-Hit. Ja. Huch, einen Moment. Ich habe etwas erhalten. Haben wir irgendein Eis? Ne.
Einen Moment bitte. Lol. Lol, Bruder. Okay, so, jetzt aber. Ja, was machen wir jetzt? Zwei Thronen. Los geht's. Kampf. Aquawelle, los. Und besiegt. Jetzt Togepi, los. Tempotechnik, lol. Liebeskurs. Ui. Verbrennt jetzt, ja. Diebeskuss nochmal und verbrennt nochmal. Lel. Alter, Togepi kommt rein und macht direkt mich fertig. Full Life, Alter. Holy shit. Verliert jetzt eigentlich an Verbrennung, wenn ich eine Wasserattacke jetzt mache? Nee. Gut. Perfekt. Und weg ist er. Oho, deine Anweisungen waren hervorragend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Nice. Levelaufstieg. Bin nur noch am nächsten. Wieso? Hast du Pfeffer durch die Nase gezogen? Ich wusste ja schon immer, dass du drogenabhängig bist, aber ganz ehrlich, wieso Pfeffer? Deine Stärke ist wahrlich beeindruckend. Nun, denn lass mich deine Pokémon heilen. Lol. Bin ja kein Lol. Ich trinke mal kurz was. Oh, das war gut. Jetzt weiß ich, dass ich die Suche nach dem Fragment der Steinplatte, das Yugao gestohlen wurde, besser dir überlasse. Eine Steinplatte? Stohlen? Ganz genau. Es wurde ein Fragment dieser Steinplatte dort aus den Ruinen des Trostes entwendet. Sind dir noch keine Gerüchte über die drei Banditenschwestern zu Ohren gekommen? Ach ja, die da Banditenschwestern, ich habe die vollkommen vergessen, ja. Auch uns von der Ginkgo-Gilde haben sie schon öfters überfallen. Das ist nicht gerade förderlich für uns Geschäft. Yugao will dieses wertvolle Plattenfragment auf eigene Faust zurückbekommen. Aber mit einem Alter von 99 Jahren ist das leichter gesagt als getan. Was sagst du, Tolu? Würdest du das Plattenfragment für Yugao zurückbringen? Ich helfe dir natürlich dabei. Denn wir von der Gilde lassen es uns keineswegs gefallen, dass man unsere Ware entwendet. Außerdem kann ich ihnen aus Prinzip nicht verzeihen, dass sie mutwillig Ruinen zerstören. Mir fällt gerade ein, dass ich in der Nähe der Sumpflandbasis die Überreste einer Feuerstelle gefunden habe. Ich auch. Vielleicht könnte das ein Hinweis sein. Ja, das habe ich auch gefunden. Da war ich gerade eben sogar. Direkt dahin. Hallo, Anton. Wir müssen jetzt da schnell hin. Oh, nicht fallen wieder. Und durch. Warte, was war das? Achso, nur eine Pflanze. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Pokémon. So, hier, genau hier. An dieser Stelle wurde ein Feuer gemacht. Es muss wohl jemand hier gewesen sein. Wer bist du? Dein Gang verrät, dass du kein gewöhnlicher Dorfbewohner bist. Dass sich jemand bis hierher vorgewagt hat, kann nur eines heißen. Du willst uns die drei Banditenschwestern Ding festmachen, stimmt's? Bevor wir dieser arme Gestalt den Gar ausmachen, sollten wir ihr vielleicht erstmal klar machen, mit wem sie sich hier anlegt. Hör gut zu. Wenn die große Schwester spricht, Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten, Distia, der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachlig, dass ich es selbst kaum glaube.
Die mittlere Schwester, das bin ich. Du hast keine Chance, nicht gegen mich. Ich kralle mich fest, du wirst mich nicht los. Ephelia ist der Name, merk ihn dir bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand erstickt prompt im Keim. Mein Name ist Nessia, an Talent so reich. Wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Banditen, Schwestern, Dreierbund, du wurdest gewarnt, wir machen dich rund. Vor dir stehen die unbeugsamen drei, Unkraut vergeht nicht, für dich ist's vorbei. Ah, okay. Überlass es mir, mit dem da werde ich im Handumdreht fertig. Los, Toxiquark, gib ihm eine Kostprobe von deinem Gift. Bandit Nessia, fordert dich heraus. Da ist Toxiquark. Oh ne, Punita ist der aus, scheiße. Der kann Wasser angreifen, nicht wahr? Oder auch nicht. Nevermind. Flammenrad. Oh, das ist der Anki. Giftschock. Oh, one hit beinahe. Na dann machen wir einmal. Ne, Flammenrad, fuck it. By the way, Bruder, falls du noch da bist. Ein Volltreffer, nice. Nein, Punita. Oh. So, dann gucken wir mal. Wir nehmen Zwotronic. Da ist auch ein Ehrlich, das haben wir noch gesehen. Giftschock. Boah, der Schaden ist insane. Aquavelle, los. Nice, down. Kampfende. Unschön, aber immer noch besser, als mich für die Galaktik-Expedition auf dem Feld abzuplagen. Nice. Level up, level up, level up. Attacke gemeistert, yes. Grrr, diese elendige Galaktik-Expedition. Selbst nachdem ich euch verlassen habe, macht ihr mir noch das Leben schwer. Dann nimm dir halt diese gammelige Steinplatte, wenn du uns dafür in Ruhe lässt. Nice. Du erhältst ein Plattenfragment. Ein Teil der Steinplatte aus den Ruinen des Trostes. Darauf sind buchstabenähnliche Muster eingemeißelt. Wir dachten, es sei ein Schatz, weil die Muster darauf wie Schriftzeichen aussehen. Aber dieses Stück Stein ist doch keinen Volltrefferling wert. Die ganze Arbeit umsonst. Aber jetzt erzähl mal, wieso hast du eigentlich nach uns gesucht? Um Yugao zu helfen. Ach so, du legst dich ins Zeug, um jemand anderem zu helfen? Wie lobenswert von dir. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Wir können es uns allerdings nicht leisten, uns um andere Leute zu Sorgen zu kümmern. Wir haben genug damit zu tun, um unser eigenes Überleben zu sichern. Außerdem haben wir mit der Galaktik-Expedition noch eine Rechnung offen. Das heißt, auch du wirst noch für all das bezahlen. Dazu fällt mir ein alter Vers ein. Sei die schönste Blume weit und breit, sei ihre Blüte aller Gärten Kostbarkeit. Der Frühling lässt sie auferstehen, doch im Herbst muss sie vergehen. Denk daran, auch deine Tage sind gezählt, nur Unkraut vergeht nicht. Na dann. Erzähle Volo in den Ruinen des Trost, dass du das Plattenfragment zurückerobern kannst. Aber es ist halt nur ein Fragment, da fehlen auch andere Teile, nicht wahr? Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Los geht's. Es wird auch schon dunkel gerade, vielleicht kommt dann hier andere Pokémon. Oh, warte mal kurz. Besiegt, ich weiß. Nice. Ich wollte halt nur die Sache vom Baum haben. Oder bist du noch da? Ein Nebulak. Boom. Let's go. Giftwolke, nein. Vergiftet. Ist in Ordnung. Konfusion. Und Erstauner. Konfusion. Boom. Oh, upsie. Okay, so viel geben wir jetzt auch nicht. Dann versuche ich einfach mal einen Ball zu werfen. Nicht einen Federball, sondern... ich habe keine Schwerbälle, okay.
Ich dachte, ich hätte Schwerbälle noch. Geht das? Nice, ich habe einen Nebelblock gefangen. Haha. So, Buddha ist halt wohl nicht mehr da, ne? Ich wollte dich eigentlich was fragen, aber ist in Ordnung. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zu den Ruinen. Und sprich mit Volo. Tolu, du hast das Plattenfragment wirklich zurückbekommen. Gute Arbeit. Yugao sagt man oft nach, dass sie altmodisch und stur sei. Aber du musst wissen, dass sie seit ihrer Jugend immer alles für den Perlklang gegeben hat. Sie hat hier in Hisui ihr ganzes Leben verbracht. Und dabei war ihr der Glaube an das Ehrwürdige sie nur immer eine Stütze. Es ist nicht so, dass sie den Diamantklan und die Galaktik-Expedition verabscheut. Man könnte wohl sagen, ihre Liebe für den Perlklan dominiert einfach alles andere. Also Tolle, bitte beruhige Ursaluna. So ein in Rage geratenes Pokémon stellt eine große Gefahr dar. Auch für mein Geschäft. Dann gehen wir mal direkt dahin. Wupp, 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 wupp. Du schon wieder, meine Meinung hat sich nicht geändert und das wird sie auch nicht mehr. Das Plattenfragment. Hast du das Plattenfragment extra für mich zurückgebracht? Warum würdest du so etwas für eine Fremde tun? Wenn du schon so weit gehst, du möchtest Ursaluna also unbedingt beruhigen? Ja, ich bitte sie. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemand anderen gibt, der sich so um Ursaluna sorgt. Na gut, gib mir bitte das Plattenfragment. Fertig, nun ist es wieder so, wie zuvor. Okay, ich dachte, da wären mehrere Fragmente. Naja, das war da nur eins. Alles. Alles Leben. Berührt. Alles Leben berührt. Anderes Leben um Eiwas? Um etwas. Okay, heißt, alles Leben berührt anderes Leben um etwas. Um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Ich kenne voll, was da dort steht. Alles Leben berührt anderes, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So ist das also. Was dort angemeißelt steht, deutet wohl solche Begegnungen wie unsere an. Indem du mir den fehlenden Teil der Steinplatte wiedergebracht hast, sind unser beiden Leben in Berührung gekommen. Ich habe diesen Satz unzählige Male gelesen, doch nun scheine ich ihn endlich zu verstehen. Ob auch dies eine Weisung des ehrwürdigen Sinnoh ist? Wie lautet dein Name? Hallo. Tolu heißt du also. Würdest du mir deine Stärke leihen, um Ursaluna zu helfen? Es wütet zwar umher, aber es ist nicht völlig in Rage oder von Sinnen. Daher glaube ich, meine Medizin sollte es wieder zur Vernunft bringen. Ich kann Pokémon einfach nicht gegeneinander kämpfen lassen. Doch für dich sollte das kein Problem sein, nicht wahr? Ursaluna hält sich gerne auf dem Schlammplateau auf. Folge mir dorthin, sobald du bereit bist. Ich muss halt zurück meine Pokémon heilen. Deswegen gehe ich mal kurz zurück. Los geht's. Weil, Buddha, bist du da? Sag mir bitte, dass du da bist. Ich will dich was fragen. Ich will... Oh, fuck. So. So, jetzt aber. Ich gehe mal kurz zurück. Hierhin nehme ich. Dann gehe ich mal kurz zurück.
Oh, da scheint irgendwas etwas an dir zu hängen, Palu. Was? Oh, ein Inkognito. War das etwa ein Pokémon? Irgendwie erinnert es mich an etwas, wovon mir Volo erzählt hat. Buchstabengleichen Muster, die in die Wände der Ruinen des Trostes gemeißelt wurden. Möglicherweise haben wir es hier also mit einer Pokémon-Art zu tun, deren Gestalt verschiedene Formen annehmen kann. Lass mich deinen Pokédex einen neuen Abschnitt speziell für dieses Pokémon hinzufügen. Dein Pokédex wurde die Schottnichtonotiz hinzugefügt, ja. Nanu, in dem Abschnitt tauchen plötzlich seltsame Buchstaben auf. Dein Arzneiswort hat eben auch reagiert, oder? Vielleicht zeigt es dir etwas dazu an. Ja. Entziffere die geheimnisvollen Symbole und folge den Hinweisen, um versteckte Ikonen zu finden. Die Anschläge werden ihr Messieren, um zu finden, dass du mit deiner Pokémon gegen sie kämpfen kannst. Du kannst aber von sie zwangern. Okay. Wir können mal kurz gucken. Nee, falsche Taste. Nein. Warte, wo hast du denn mal Pokédex? Da, okay. Eine Siedlung der Zeit. Okay, das machen wir aber dann später. Ich will jetzt hier mal alles abgeben. Ja, komm. Nice. 2000 auch noch, sehr schön. Und wie viel kriegen wir jetzt? Ja, wie viele Punkte? 240, 340, perfekt. Ins Dorf zurückkehren, denn ich mache dafür heute mit Pokémon Schluss, aber falls Boda da ist, ich will jetzt noch ein paar Runden DBD streamen. Dass dir nichts ausmacht. So, ich will noch kurz ein paar Sachen craften. Und dann DBD, hä? Ja, ich hatte irgendwie Bock drauf. Ich hatte irgendwie Bock jetzt auf DBD. Zu streamen sogar. So, ich kann... Okay. Wollen wir da was? Ja. So, aber mir fehlen Aprikokos. Dafür brauche ich jetzt mehrere Materialien. So, dann würde ich sagen, ich speichere hier und mache dann beim nächsten Mal wieder weiter. Aber ich wechsle jetzt erstmal dann kurz zu DBD. Also dann vielen Dank und bis gleich.